Essen ist heute Vollkornspirelli und noch ein paar Vollkornspaghetti mit einer Tomaten-Auberginen-Zwiebelsoße und da drauf natürlich mal wieder Keimlinge. Ausklingen lasse ich den Abend mit frischer Mango und etwas Studentenfutter. Gestern habe ich mir nochmal Overnight Oats vorbereitet, also einfach Haferflocken eingeweicht und zwar diesmal mit Mangostücken und Granatapfel, dazu Kokosflocken, Chiasamengel und Leinsamen und habe da heute Morgen nochmal ein bisschen Milch draufgeschüttet, weil es mir zu fest geworden ist und dazu wieder ein koffeinfreier Kaffee. Heute gibt es nochmal die aufgewärmten Nudeln von gestern. Und dazu einen Bohnen-Schwarzwurzelsalat mit Mayonnaise und Zitronensaft. Also ich bin ja kein Fan von Weißmehlbrötchen, aber das hier wird sonst im Müll gelandet, weil meine Mutter sich das immer für die Arbeit holt und manchmal schafft sie es dann nicht, das zu essen. Hallo, Yoda. und hier habe ich mir jetzt Olivenaufstrich drauf gemacht, Hummus, ein bisschen Mayonnaise, ganz viele Keimlinge und Blattsalat. Und dazu gibt es einen Fencheltee. Du hattest doch gerade Essen. Ausklingen lasse ich den heutigen Tag mit diesem köstlichen Obstsalat mit Mango, Orangenfilets, Granatapfel, Heidelbeeren und Walnüssen. Die Sonne scheint ganz wunderbar und ich snacke jetzt ein Sesam-Vollkornknäcke mit ein bisschen Alsan und ganz vielen Sprossen und zwei Seitan-Bockwürstchen mit Senf. Und da, die Murka genießt auch die Sonne und man sieht nur eine halbe Katze. Das sollte eigentlich mein Frühstück sein, wurde aber jetzt mein Abendessen. Und zwar mal wieder Overnight Oats mit Heidelbeeren und Granatapfel diesmal. Kokosflocken, Leinsamen geschrotet und auch ein paar klein gehackte Superberries wie Goji-Beeren und Maulbeeren sind auch dabei. Sich viel Zeit für sein eigenes Frühstück oder generell Essen zu nehmen, ist irgendwie immer ein tolles Gefühl, finde ich. Und heute gibt es 3 Scheiben Knäckebrot, einmal mit Röstzwiebelschmalz und Kümmel, einmal mit Bananen und Heidelbeeren und einmal mit Avocado und Sprossen und dazu ein koffeinfreier Kaffee. Und danach gibt es auch noch einen frisch gepressten Orangensaft mit Chiagel, aber erstmal essen. Zum Abendessen habe ich nochmal Pizzaschnecken gemacht, weil die so super lecker waren, wieder mit Spinat und Zwiebelfüllung. Und dazu gibt es einen Kartoffelsalat aus allerlei, also da sind noch Bohnen mit drin, Schwarzwurzel, bisschen von Spinat, Zwiebelfüllung und saure Gurken und dazu saure Gurkenwasser und Mayonnaise und Avocado. Heute Abend gibt es noch was Süßes, nämlich selbstgemachte Eiscreme aus Banane und Waldbeeren und dazu Amaranth und Heidelbeeren. Heute gibt es zu meinem morgendlichen Kaffee endlich mal den Alnatura Dinkel Hafer Crunch, den ich jetzt mal ausprobiere. Und dazu habe ich Heidelbeeren gegeben, Walnüsse, Cashewnüsse und Mandeln und ein paar von diesen Köln Vollkorn Haferflecks. Ja, und das ist auch irgendwie ein Tipp an die, die da vielleicht noch nicht so drauf gekommen sind. Also gar nicht gucken, welche fertig gemischten Müslis man vielleicht kaufen kann, sondern seine Müslis einfach selber zusammenmischen. Mit den Zutaten, die eben einem schmecken. Und so kann man da auch immer Abwechslung reinbringen. Ja, und da kommt jetzt noch Milch drauf. Und dann lasse ich es mir schmecken. Ja, mein abendlicher Snack sind dann heute Trockenfeigen. Und dazu ein Obstsalat mit Banane, Heidelbeeren und Orangen, mit Chiagel und Walnüssen. Als Frühstück habe ich mir jetzt auch nochmal diesen Obstsalat gemacht, den ich ja gestern schon zum Abendessen hatte und habe jetzt die Trockenfeigen mit reingeschnitten,
noch Amaranth dazugegeben und Kokosflocken und freue mich drauf, weil das wirklich irgendwie eine super leckere Kombination ist. Und ich hoffe, es gibt noch lange Heidelbeeren im Angebot. Ja, und dazu immer ein koffeinfreier Kaffee. Hier hatte ich vergessen zu filmen. Und zwar gab es Bratkartoffelchen, aber aus dem Backofen, also eigentlich Backofenkartoffelchen. Und dazu veganes Rührei aus Naturtofu mit Spinat und Zwiebeln. Auf jeden Fall sehr lecker. Heute gibt es nochmal köstliche Räucher-Tofu-Burger mit selbstgemachten Kartoffelchips. Als abendlichen Snack gibt es dann noch ein Glas O-Saft, zwei Scheiben Sesam-Vollkornknäcke, einmal mit Hummus und Kümmel, einmal mit Schmalz und Kümmel und dazu noch zwei Trockenfeigen. Das Frühstück ist bei mir heute eher ein Mittagessen, da ich erstmal nur einen Kaffee getrunken habe und danach draußen in der Natur war und ein bisschen musiziert habe. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann ein Kartoffelbrötchen mitgenommen und das jetzt mit Olivenhummus belegt, ein bisschen Mayonnaise, getrockneten Tomaten und Salat. Guten Appetit! So, mein Abendessen ist heute ganz fruchtig köstlich. Nämlich eine Reispfanne mit Möhren, Lauch, Zwiebeln, Tofu, Feigen und Banane. Super lecker. Ja, nach der Shiva-Meditation gibt es jetzt noch was leicht bekömmliches. Und zwar ein Obstsalat aus Honigmelone, Birne und Kiwi. Dazu Cashewkerne und Walnüsse und Chiasamengel. Ich war die Tage auch nochmal im Savory in Frankfurt, in dem veganen Bistro, weil der Dennis das Essen auch gern mal kennenlernen wollte. Und ja, letztes Mal hatte ich den normalen Hamburger, diesmal habe ich mal den Hot Chili Burger probiert. Der war mir allerdings zu scharf und leider war auch nicht diese göttliche Mayonnaise drauf. Aber diesmal haben wir was vom Krautsalat noch abbekommen, der auch selbst gemacht ist und auch super lecker. Meinen Frühstückskaffee habe ich heute schon hinter mir und jetzt gibt es noch zwei Scheiben Toast. Einmal mit Schmalz und Kümmel und einmal mit Olivenhummus, sauren Gurken und Petersilie. Und dazu noch etwas Honigmelone. Es ist wieder Zeit für Suppe. Und zwar gibt es diesmal China-Suppe mit Sojasauce und Chinakohl und anderem Gemüse und Glasnudeln. Ja, und beenden werde ich das Food Diary jetzt mal mit einem leckeren Roggenbrötchen mit Salat und Avocado. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal.